Ja, liebe Leute, heute ist 21. Dezember 2020, kurz vor Weihnachten, und die Ereignisse der letzten 24 Stunden zeigen, dass das Regime jetzt aufs Ganze geht. Sie haben eine Variante des Coronavirus in Großbritannien erfunden. Das heißt, die Variante gibt es natürlich, aber die gibt es schon seit September, ist völlig undramatisch, und jetzt wird aber eine Riesenpanik gemacht. Flughäfen werden gesperrt, Reisende müssen nachts auf Feldbetten übernachten, es wird so ein richtiges Chaos inszeniert und die Hysterie ins Unermessliche gesteigert, um die Leute jetzt tatsächlich in die Impfzentren zu treiben. Die Deutschen sind nicht sehr impfwillig, 40% sind immer noch unentschlossen oder dagegen, und die ersten Meldungen über Nebenwirkungen in den Ländern, wo die Impfung schon begonnen hat, werden diesen Trend weiter unterstützen. Deswegen macht man jetzt diese furchtbare Panik mit dieser neuen England-Variante. Und dagegen will ich heute anreden. Ich habe mitgebracht unsere Januar-Ausgabe von Kompakt: Impfen, der Mensch als Versuchskaninchen. Da ist die Titelstory, das Titelthema voll der neuen Situation gewidmet, mit Aufklärung, die Sie brauchen können, um auch Ihre Freunde, Nachbarn, Kollegen, Verwandten, jetzt über Weihnachten wird es ja viele Gespräche geben, überzeugen zu können, dass Sie nicht diese Rolle der Laborratte, die Bill Gates und Herr Drosten uns zugedacht haben, dass Sie die nicht spielen. Bleiben Sie dran, ich lese Ihnen aus dem Editorial dieser Ausgabe, ich lese Ihnen mein Editorial noch vor, wo ich versucht habe, die aktuelle Entwicklung in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Das Editorial heißt In Kafkas Hölle. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartigen, harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch. So beginnt Franz Kafkas Erzählung Die Verwandlung, die von der plötzlichen Metamorphose eines zuvor gänzlich unauffälligen Mannes handelt. Indessen gewöhnt sich Samsa an den Horror, der seinen Körper befallen hat, und er richtet sich genügsam ein. Seiner neuen Physis entsprechend gibt er den aufrechten Gang auf und beginnt, über Fußböden, Wände und Zimmerdecken zu kriechen. Diese düstere Geschichte des Prager Schriftstellers nehme ich in diesem finsteren Corona-Winter oft zur Hand. Sind wir nicht auch jäh eines Morgens erwacht, ohne zu wissen, wie uns geschah? Haben wir nicht viele unserer menschlichen Eigenschaften im Nu abgelegt? Das Händeschütteln, das Berühren, das Umarmen, das Küssen? Und halten wir nicht Abstand zu unserem Nächsten, als sei er ein Skorpion mit giftigem Stachel, ein Ungeziefer eben? Zogen wir nicht gestern noch fröhlich um die Häuser und lebten unsere Individualitäten aus, und heute verhalten wir uns wie gehorsame Ameisen, die nur zum Arbeiten die Wohnung verlassen und brav ihre Masken tragen, als sei darunter ein chitin gepanzertes Insektengesicht? Tatsächlich kommt es vor, dass Passanten zu schreien beginnen, wenn sich einer, wie ich, ohne Mund-Nasen-Bedeckung nähert, als hätten sie das Haupt der Medusa gesehen. Die Metamorphose, die Kafka erschreckte, wird von anderen glorifiziert. Elon Musk schwelgt schon lange in transhumanen Träumen. Er hat einem Schwein, Gertrude genannt, einen Chip ins Gehirn verpflanzt und will das auch bei uns machen. Alle Menschen sollen, und jetzt zitiere ich die Wiener Zeitung, die über Musk berichtet,
Alle Menschen sollen über Gehirnimplantate verlinkt werden und gemeinsam mit einer künstlichen Intelligenz eine Art Pool unendlichen Wissens bilden. Zitat Ende. Weiteres Zitat. 8 mm dick und 23 mm groß ist das gute Stück, das mit Hilfe eines minimalinvasiven Eingriffs am Schädelknochen angebracht wird. Von dort aus sendet der Chip über mehr als 1000 Elektroden feine elektrische Signale an das Gehirn. Die Wiener Zeitung über die Vorstellungen von Elon Musk. Müsste man Leute mit solchen Plänen nicht rechtzeitig einsperren? Aber es passiert das Gegenteil. Im Windschatten der inszenierten Pandemie setzten sie erst richtig zum Höhenflug an. Anfang Dezember bekam Musk den sogenannten Axel Springer Award. Anlässlich der Preisverleihung wurde ein Konferenzraum im Verlagsgebäude in ein Raumschiff verwandelt. Und ausgerechnet Gesundheitsminister Jens Spahn hielt die Laudatio auf Elon Musk. Im Gespräch mit Springer-Chef Matthias Döpfner erläutert Musk, was ihn wohl mit Spahn verbindet. Die Begeisterung, dass die Impfstofftechnologie im Zeichen der Corona-Bekämpfung, ich zitiere jetzt Musk, gerade mit einem Turbo ausgestattet wird. Musk weiter, ich zitiere wörtlich, interessant sind besonders mRNA-Impfstoffe. Man kann im Grunde alles mit mRNA behandeln. Es ist wie ein Computerprogramm, sozusagen ein synthetisches Virus. Und man kann es so programmieren, dass es alles tut, was man möchte. Man könnte sich sogar in einen Schmetterling verwandeln. Zitat Elon Musk, wortwörtlich. Vielleicht hat auch Gregor Samsa aus der Kafka-Erzählung eine solche Injektion bekommen. Aber leider ist er kein Pfauenauge geworden, sondern ein Borstenkäfer. Solche Kollateralschäden sind ein kleiner Preis für den Fortschritt, wird der irre Amerikaner vermutlich sagen. Ganz davon abgesehen. Ich möchte auch nicht eines Morgens als Schmetterling aufwachen. Mein Schöpfer hat mich als Mensch auf die Welt geschickt und das will ich auch bleiben. Aber die Transhumanisten haben offensichtlich andere Pläne mit uns. Sie wollen selbst Gott spielen. Wie können wir sie stoppen? Indem wir beten und dafür die Kirchen öffnen. Mit ihm sind wir stärker als der Lockdown. Fürchtet euch nicht. Hat er uns das nicht gelehrt? Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war mein Editorial aus der Januar-Ausgabe von Kompaktmagazin. Ich werde mich weiter melden, denn die Situation wird sich weiter zuspitzen.